Auf der historischen Anlage beim Schliersee entstehen Biere von erstaunlich hoher Qualität. Und das ist das, warum wir jetzt den Markus eigentlich ehren. Wir ehren ihn nicht als Skisportler, sondern wir ehren ihn für seine zweite Karriere praktisch. Und er hat sich ganz voll und ganz dem Erhalt des bayerischen Kulturguts verschrieben. Er hat es zur Lebensaufgabe gemacht. Und natürlich für uns als Brauereiverband ist natürlich auch wichtig. Und ich war beeindruckt, ich sag's wirklich persönlich beeindruckt, mit welcher Leidenschaft er das Thema Bier erspielt hier in seinem Museum. Markus Wasmeier hat sich und seine Bekanntheit für bayerisches Bier auf vorbildliche Weise eingesetzt. Somit kann er seiner beachtlichen Sammlung an Pokalen, Medaillen und anderen Trophäen eine weitere hinzufügen, nämlich den Bayerischen Bierorden des Verbandes der privaten Brauereien Bayern. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Jetzt geht's. Ja! Und ich sag's euch, mit der Brauerei ist das nicht einfach. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, da haben wir jetzt irgendwann ein Rezept, man drückt auf Knöpfel und dann läuft es. Nein, da ist einmal warm, da ist einmal kalt, dann haben wir mal Eisplatten drin, weil wir im Winter, wenn wir brauen, da gefriert das alles. Also das ist schon was ganz was anderes als eine normale Brauerei. Darum freut es mich, dass wir kleine Brauerei mit so einem Partner da so jetzt so eine Medaille kriegen. Also bin ich freilich schon. Also herzlich vielen Dank. Ich freue mich auch. Danke.